Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Na, wo bin ich? Definitiv nicht bei mir im Garten. Ich glaube, die Baumstämme hier kennen einige von euch aus dem einen oder anderen Film. Ich bin im Rigottiland beim Selbstversorger Rigotti. In dem Video schauen wir uns ein klein wenig den Garten an, die Hühner, das Gewächshaus, so ein bisschen aus meiner Perspektive. Wird ein wilder Zusammenschnitt. Wir waren gerade Sanddorn sammeln oder haben es versucht, waren leider nicht erfolgreich, aber war eine schöne Wanderung im Wald. Und ja, ich würde sagen, kommt einfach mal mit. Heute ist es leider ein bisschen bewölkt und alles ziemlich grau. Von Regen sind wir aber bisher verschont geblieben. Gestern war es dafür ordentlich sonnig und wir haben natürlich auch was geschafft. Ja, und für mich ist es echt erstaunlich und so schön, hier mal alles in Real Life, also in echt zu sehen. Und ich kann euch auf jeden Fall versichern, ist genauso in Videos, kein Fake hier beim Rigotti im Garten. Und ich würde sagen, wir werfen mal ein paar Blicke auf die eine oder andere Sache. Und schauen wir mal, was hier im Video zusammenkommt an Material. Bei mir dieses Jahr auch das erste Mal im Garten gewesen, die violette Rampikante, die Stangenbohne. Wird im Rigotti-Garten auch sehr groß geschrieben. Sortenerhaltung, samenfestes Saatgut, alte Sorten, finde ich sehr, sehr schön. Und sie mal hier live zu sehen, wo sie herkommt oder wo ich mein Saatgut herb, ist natürlich das absolute Nonplusultra. Und jetzt gehe ich kurz mit euch ins Gewächshaus. Werfen wir mal einen kleinen Blick ins Gewächshaus. Für mich immer sehr, sehr schön, da ich ja kein eigenes habe im Garten. Ja, und wenn man dann sieht, wie die Tomaten hier noch dastehen, gerade diese Black Cherry vom Flo, da wird man einfach nur neidisch. Also bei mir im Freiland, wer meine Videos kennt, weiß, da ist alles hinüber mittlerweile. Und sehr, sehr viel Neuseeländer Spinat. Damit haben wir gestern gekocht. Sascha und ich haben zwei Varianten gemacht. Flo hat ein bisschen roh gegessen und ja, roh ist es wirklich nicht. Der Bringer im Geschmack. Ja, alles steht noch schön da. Da haben wir natürlich die bekannte Prinz Czerny oder Czerny Prinz. Ich weiß nicht, wie man es richtig rum sagt. Super Tomate, kann ich auch bestätigen. Und aus Flo's Garten schmecken sie natürlich noch mal viel besser. Ja, und ansonsten haben wir dazwischen ein bisschen Basilikum. Auch hier an der Stelle. Und noch diverse Monsterpaprika. Ja, und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal mit den zwei da hinten zu den Hühnern. Die sind ja wirklich ultra zahm. Nein? Nicht streicheln? So bei Hühnern auch so von der Seite hin wie bei Pferden, oder? Nicht von hinten, sie treten aus, ja. Ja, also wirklich, die Hühner hier beim Flo Rigotti, die haben es schön hier. Muss ich echt sagen, gefällt mir. Ja, es sind ja die Kleinen, ne, die ja. Ich als Küken oder vom Ei großgezogen habe. Mhm. Und dadurch sind sie schon sehr zahm. Wenn du put, 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 put machst, dann kommen sie eigentlich her. Aha, da hinten kommen sie gerannt. Da kommen sie schon, ja. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn du ein bisschen Futter in der Hand hättest. Ja, leider nichts da. Der Herr der Hühner. Die kommen tatsächlich bei Put, 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 ja, Put, Put. Ja. Da habe ich konditionierter drauf. Ja. Wo ist den? Du kennst mich doch noch. Kleines. Hier haben wir den alten Rigotti-Strohhut, der jetzt hier sein Dasein fristen darf, sein Gnadenbrot bekommen hat. Und diesen wunderschönen Teich. Ich habe dem Flo schon vorgeschlagen, dass er doch Edelkrebse reinmachen soll. Mit Fischen ist er nicht so. Und trotzdem, auch wenn nichts drin ist, super Ökosystemdienstleistung, die der Teich hier erbringt für den großen Rigotti-Garten. Was mir hier beim Flo im Garten besonders gut gefällt, ist, dass hier überall Totholz liegt. Ganz wichtig für Pilze und für Insekten, für das gesamte Ökosystem. Und wir sehen es, er hat es auch bepflanzt. Ich nehme euch mal in die andere Perspektive hier. Wir haben hier zum Beispiel den wilden Oregano. Der wächst bei mir in der Gegend im Kraichgau überall auf den Feldern. Hier beim Flo wächst er zwischen dem Totholz. Ja, ich denke, da wird auch noch einiges dazukommen, denn hier haben wir schon wirklich deutliche Zersetzungs- und Auflösungsspuren. Wir sehen tolle Pilze, auch hier zwischen wächst was hoch. Das könnte eine kleine Aronia sein, muss ich gleich mal nachfragen. Ich bin gespannt, was er hier noch mit vorhat, aber auf jeden Fall einfach klasse für die Artenvielfalt und für die Ökosystemdienstleistung hier beim Flo im Garten. Unter anderem eine tolle Sache sind die Steine hier beim Flo im Garten. Überall hat er welche stehen oder auch seine Steinmauer. Super Lebensraum für Eidechsen und andere Tierchen. Gestern haben wir schon ein, zwei gesehen, habe ich leider nicht auf Bild jetzt festgehalten.
Ein weiterer Vorteil der Steine oder der Steinmauer ist der Wärmehaushalt. Die speichern Sonnenwärme und geben sie über Nacht ab. Also ein idealer Standort für wärmeliebende Pflanzen. Hier könnte meiner Meinung nach auch eine Feige hin, anstatt dem Stühlchen hier. Und ich glaube, der Flo hat auch ein Video gemacht, freie Energie aus Steinen. Ich werde es euch oben in der Infobox und unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Sehr schön finde ich auch die Ringelblumen, die überall hochkommen, oder der Boric, oder dass die Kohlgewächse hier auch blühen dürfen, oder die Tagetes hier. Ja, und wenn man Bienen hat, ist es, denke ich, auch absolut von Vorteil, solche Pflänzchen stehen zu lassen. Nicht nur eben für die Bodengesundheit oder auch die Gesundheit der anderen Pflanzen, sondern ja, selbsterklärend natürlich für die Bienen. Wenn man schon von Bienchen reden, jetzt waren gerade zwei im Bild, aber wirklich viele sind bei dem Sauwetter heute nicht unterwegs. Und man muss tatsächlich keine Angst vor Stichen haben, falls jemand gefragt hat, warum der Rigotti nie im Video gestochen wird. Wenn man sich ganz ruhig verhält und nicht zu aufdringlich wird, sind auch die Bienchen schön ruhig. Was mich hier ein bisschen verwundert beim Flo, ist, dass schon mit der Tomatenanzucht begonnen hat fürs nächste Jahr. Flo ist ein bisschen früh, oder? Spaß beiseite. Der hatte hier ein bisschen Kompost und ein bisschen Erde. Und da waren wohl so viel Tomatensamen drin, dass die alle aufgegangen sind. Und jetzt hatte ich ja eigentlich wunderschöne Tomatenpflanzen stehen. Aber ich glaube, mit Überwinterung bis nächstes Jahr im Mai oder Gewächshaus im April wird es nichts. Wir haben schon darüber diskutiert, ob es irgendwie möglich wäre oder was man da machen könnte. Aber ja, lohnt sich, glaube ich, wirklich nicht. Bräuchte man Zusatzbeleuchtung und so weiter. Vielleicht habt ihr eine Idee dazu, was man mit den Tomaten machen könnte. Dann könnt ihr das mal gerne in die Kommentare schreiben. Und vielleicht macht der Flo ja was damit. Schauen wir mal. Ich hoffe, der kleine Einblick in Flos Garten hat euch gefallen. Und ich kann euch versichern, es ist wirklich genau wie in Videos. Flo ist ein absolutes Original. Wir hatten richtig viel Spaß. Und Flo, ich werde es dir gleich nochmal sagen. Vielen lieben Dank, dass Sascha und ich kommen durften, dass wir übernachten durften. Danke für die Einladung. Danke für alles. Auch an deine wundervolle Frau. Hat uns wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, einfach nochmal Dankeschön. Wer den Flo Rigotti nicht kennt, ich denke, alle meine Zuschauer dürften ihn kennen. Er ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso der Sascha von Selfbio, der mit mir hergegangen ist. Schaut bei den zwei vorbei, lasst den zwei ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das sind wirklich zwei super Typen. Und so langsam wird es auch Zeit, Richtung Heimat aufzubrechen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, Kanal abonnieren, Video teilen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.